Hi, da bin ich wieder, die Marion Schauden. Und ich probiere gerade witzig zu sein, aber da ich nicht so sportlich bin, ist mir das wahrscheinlich nicht so gelungen. Naja, auf jeden Fall, danke für die vielen Likes, für die Kommentare. Ich freue mich da total drüber. Und ich dachte, diesmal einfach einen etwas jüngeren Kranz zu machen, vielleicht für die junge Familie. Und deswegen arbeite ich diesmal auch mit klassisch Rot, ein bisschen bunter. Oh Gott, ich bin richtig außer Puste. Naja, jetzt legen wir aber langsam mal los. Ihr wollt ja sehen, wie man einen schönen Adventskranz macht. Und den zeige ich euch heute. Das ist, was ihr braucht. Ich habe hier unterschiedliche Schleifenbänder, passend zu meinem Pullover. In kariert, in gestreift, mit schönen Mustern. Dann arbeite ich ein bisschen mit natürlicheren Produkten, wie diese Pilze sage ich schon hier, wie nennen sich die? Eicheln, ja, aus Filz auf jeden Fall. Habe hier bunte Herzen, ein paar bunte Holzteile wie Tannenbäume. Hier so kleine Vogelhäuschen, kleine Rentiere aus Metall, habe ganz unterschiedliche Kerzen gewählt diesmal. Ich liebe das ja immer, meine Kränze aufzupimpen, deswegen habe ich hier wunderschönen Ilex mit tollen Beeren dran. Das ist ein Fruchtbestand von Eukalyptus, auch total schön. Und hier habe ich nochmal Ligusterbeeren, unterschiedliche Filzsorten, ganz normales Packband. Und ich war im Wald Pilze sammeln und die gab es in Holz, in Filz und in Kunststoff. Habe ich euch auch mitgebracht. In diesem Falle brauchen wir auch mal einen Hammer. Und wir brauchen einfach diese Drehschrauben, die ich hier habe. Normales Werkzeug wie Rosenschere, Papierschere, Drahtschere. Unseren berühmten Adventskranz. Ich habe hier einen gemischten gewählt. Auch wieder ein 35er Durchmesser. Und eine Holzplatte. Ich möchte euch gerne zeigen, wie man ganz einfach einen hängenden Adventskranz macht. Und dafür habe ich die Holzplatte da und dafür habe ich meine Schraubhaken da. Und da starte ich jetzt erstmal mit. So, hier setze ich nach außen, nicht zu weit nach außen. Hammer einfach mal drauf und hoffe, dass ich mit meinen kräftigen Händen die Schrauben reinbekomme, aber das sieht ganz gut aus. Ja, das läuft. Jetzt werde ich auch noch handwerklich begabt. Diese hier werde ich positionieren, einmal hier, einmal dort und einmal dort und werde da gleich Draht drauf ziehen. So, die Schrauben sind jetzt alle vier drin. Jetzt könnte man Draht nehmen oder Packband oder Filz oder Schleifenband, was man gerne leihen mag. Ich habe mich jetzt für Packband entschieden, um das so ein bisschen natürlicher zu machen. Guck, wie lange ich das ungefähr haben möchte. Das passt. Mach die Enden ein bisschen länger. Schneide zwei gleich lange Stücke. Superschere. Ich schneide und befestige die jeweils an die gegenüberseitig liegenden Schrauben. Einfach mit einem ordentlichen Doppelknoten befestigen. Sollte kein Problem sein. So, Nummer 1. Nummer 2. Und das machen wir bei den anderen auch. So, passt. Werde ich mich hier das. Ja, passt. Ich habe auch lange Arme. Wenn sie ein bisschen kleiner sind, können sie das auch gerne auf dem Boden machen oder wenn die Bänder länger sein sollen. Und dann mache ich hier einmal hoch, dass die Bänder schön stramm sind. Und dann mache ich hier einen Knoten, wo ich es auch dran aufhängen werde.
et voilà. Hier habe ich schon einen Haken vorbereitet, was drauf hängt. Und dann kann man das auch noch ausbalancieren. Super. So, jetzt habe ich hier meinen gemischten Tannenkranz. Den möchte ich jetzt erstmal ein bisschen aufpimpen mit meinen roten Ilex-Beeren. Auch die lege ich drauf. Schneide die Langstiele ab. Die Blätter mache ich auch teils ab. Die gibt es auch, diese Ilex-Beeren gibt es auch ohne Blätter. Ich mag das aber ganz gerne, wenn hier oder da, wenn es ein bisschen natürlicher ist. Und es soll ja so ein bisschen Waldcharakter haben. Ich verteile diese Äste. Einfach wild, so wie man es gerne leiden mag. Ich verteile das immer so ein bisschen in Dreiergruppen, damit es schön rund wird. Von außen, von innen, da wo es gut hinpasst. Hier passt eigentlich auch noch was hin. Ja, die sind schon sehr schön, diese Äste. Es gibt sofort einen schönen Effekt. So. Habe die meiner Meinung nach jetzt schön verteilt. Und die stecke ich jetzt mit den berühmten Efeu-Nadeln fest. Das werde ich jetzt auch mit den Eukalyptusbeeren machen und mit den Ligusterbeeren, bis ich einen schön gemischten Beerenkranz habe. So, jetzt komme ich langsam zum Ende. Mache noch die letzten Beeren rein. Diese wunderschönen Eukalyptus-Fruchtbestände sehen echt traumhaft aus, trocknen auch ganz toll ein. Und wenn ihr Glück habt, dann gehen die sogar noch ein bisschen auf, dann werden das so kleine Puschel. Und dann habe ich hier einen ganz tollen Kranz mit Ilex, Wacholderbeeren und mit Eukalyptusbeeren, auch ein bisschen nach außen hin gearbeitet, da das ja ein hängender Kranz ist. Und jetzt komme ich zu meinen gesammelten Pilzen. Ich habe welche aus Holz, ich habe welche aus Filz. Vielleicht, dass ich auch noch welche zu Hause habe von der Herbstdeko. Einfach wild mixen. Ich finde gerade, dass die Kombi es macht. Jetzt schauen wir mal, wie wir diese Holzpilze reinsetzen können. Die werde ich so ein bisschen in Gruppen setzen. Ich habe hier jetzt einfach mal so einen Deckel genommen. Und werde die da jetzt so reinhammern. Ich hoffe, das geht. Klar, hundertprozentig. Die verteile ich auf drei Gruppen wieder, damit die halt nicht verletzt werden oder kaputt gehen. Okay. Hier nochmal eine Brühenpilz. Naja. Hauptsache, ich hau mich nicht auf. Das passt hundertprozentig. Der einfachere Weg wäre, wenn wir sie anbraten, gabel ich sie, setze die an und drehe das Draht fest drum zu. So, passt. Aber mit einer Drahtschere eben abschneiden und setze die da mit dazu. Einfach auch, um die Pilze ein bisschen in unterschiedlichen Höhen zu bekommen, sieht es ganz interessant aus. Und so verteile ich, so werde ich meine Pilze überall in diesen drei Gruppen verteilen. Und dann bin ich gleich wieder da, wenn die Kerzen dran sind. So, der Pilzwald, der nimmt langsam Form an und ich setze hier an den Seiten noch so kleine Pilze, weil es ja nachher auch sichtbar ist. Na, bleibt kleben. Sichtbar ist, wenn das auf der Holzplatte steht. Und die verteile ich einfach bei meinen Gruppen. So. Pilzwald komplett, würde ich sagen. Man kann natürlich nach Belieben so viele reinsetzen, wie man möchte. Aber es geht ja um einen Adventskranz und da müssen ja auch noch vier Kerzen drauf.
Und ich habe hier so ein bisschen Platz gelassen. Jetzt gucke ich mal, wie ich das optisch einfach am besten finde, wie man das gruppiert. Ich glaube, ich finde es ganz gut, wenn man hier eine Runde setzt. Könnte man hier so eine türkise Kerze. Man kann natürlich auch vier gleiche nehmen. Man kann sie natürlich auch in vier Gruppen verteilen. Aber optisch gesehen finde ich das so ganz gut. Und jetzt werde ich die Kerzen andrahten. Dafür habe ich Kerzendraht, wie hier. Dann habe ich hier eine Kerze. So. Und die gabel ich dann auf. Nummer 1. Man kann auch, wenn man möchte, vorher das Draht erhitzen. Fast der Kameramann erschoss. Naja, und aber wenn man sie gut anschneidet, geht das auch so. So drahte ich dann die Kerzen an und positioniere die da, wo ich sie hingestellt habe. Das werde ich jetzt mal machen. So. Der Kranz sieht doch schon sehr schön aus. Auch wenn er nicht hängend wäre, würde er auch so schon sehr gut aussehen. Jetzt habe ich aber noch einen kleinen Insider-Tipp. Wir gucken jetzt erstmal, ob wir den da drauf bekommen. Schwupp. Test, test. Natürlich muss man eben gucken, dass die Kerzen jetzt nicht das Band anbrennen. Also, dass man die Kerzen ein bisschen anders positioniert. Aber das sieht ganz gut aus. So. Kann man natürlich auch wunderbar. Boah, Hilfe! Zu zweit machen vielleicht. So, lass mich mal eben schauen, dass der Kranz auch trotzdem noch gut aussieht. Das sah jetzt alles recht wild aus bei mir. So. Ja, das passt hundertprozentig. Nicht so zufrieden hinter gerade. Ja. So. Und ich finde es super schön, wenn hier unten drunter noch so ein paar Sachen kommen. Und da habe ich eine ganz tolle Sache vorbereitet. Das sind solche Metallringe, die habe ich mit Filz umwickelt. Muss man nicht machen, aber sieht natürlich ganz süß aus. Bei solchen Zapfen zum Beispiel oder bei diesem kleinen Hirschen, den ich habe. Einfach irgendwas Buntes. Man kann auch ganz viele Zuckerstangen dranhängen. Dann kann man das so fertig machen. Und dafür habe ich einfach so einen Metallring. Man kann das einfach aus Metall formen. Ich habe jetzt mal einmal einen größeren, weil ich keine kleineren mehr hatte. Knote das einfach einmal zusammen, einen ganz normalen Knoten. Und damit das nicht so mega nervt mit dieser langen Schlange, schneide ich es einfach einmal in die Kürze. Und dann umwickle ich das einfach. Ups. Es ist wirklich kinderleicht. Vielleicht auch Kinder machen lassen. Die haben da bestimmt Freude dran. Dann können die sich nämlich ein bisschen helfen beim Adventskranz schmücken. Und dann hat man ganz schnell diesen Effekt. Und wenn man so weitermacht, hat man irgendwann so einen Kranz. Und ich zeige euch, wie wir diese Kränze jetzt daran befestigen. Jetzt habe ich alles soweit vorbereitet. Ich habe hier zum Beispiel so kleine Zapfen dran gehangen und das damit Packband befestigt. Und diese werde ich jetzt an diesen Kranz befestigen. Und deswegen ist das schon ganz gut, dass ich da schon so Bänder dran habe. Wo ich noch keine Bänder dran habe, könnte ich dann zum Beispiel noch was mit Schleifenbänder dranhängen. Und die befestige ich jetzt einfach mal. Jetzt kriege ich die Geschichte auch noch mal ein bisschen mehr Bewegung. Das sieht doch schon süß aus, oder? Total cool. Oh, ich freue mich. Das ist natürlich eine schöne Sache. Ich glaube, sowas kann man auch gut mit Kindern machen. Und man könnte das auch, alternativ könnte man da doch auch einen Adventskalender von machen. So kleine Päckchen oder so. Das wäre auch süß. Ja, die verteile ich jetzt einfach mal, so wie es passt. Wenn es mal einmal nicht passt, dann befestigt ihr den einfach mal. Das ist sonst auch noch eine Möglichkeit.
mit so einer Heftzwecke am Kranz dran. Das zeige ich euch hier mal einmal ran. Ne? Den will ich jetzt zum Beispiel hier hängen haben. Da mache ich da ein Band dran. So. Verlängere das mal einmal kurz. Das war jetzt nämlich ein bisschen kurz, was ich dran hatte. Ziehe das durch die Öse durch. So. Knote das fest. Schneide mal eben die anderen Packbänder ab. Meine Lieblingsschere. Gute Optik, nichts dahinter. Nein, das will ich jetzt so nicht sagen. Und das hier werde ich jetzt einfach, wenn man die woanders hängen haben möchte, auf anderen unterschiedlichen Höhen, einfach hier dran befestigen. Und da werde ich dann mein Band dran machen. Aber es wird. Vorführeffekt! What's happening? Aber ich bin mir sicher, das kriegt ihr alles hin. Aber wie gesagt, das mit dem Adventskalender finde ich auch eine super Idee. So kleine Päckchen dranhängen. Ist doch eine ganz süße Sache. Man kann den natürlich auch farblich ganz anders gestalten, wenn man Lust zu hat. Cool. Ja, die verteile ich dann so ein bisschen. Dann habe ich hier natürlich auch noch ganz süße Schleifenbänder. Die kann ich hier dann auch noch dran machen. Und so kleine, die sind doch total niedlich hier, so kleine Handschüchen haben wir hier noch. Da sind schon Bänder dran, die waren auch gar nicht mehr so teuer. Das ist nur ein ganzes Paket. Kostet irgendwie 3,98 Euro bei uns. Und da sind irgendwie 10 Handschuhe dran. Und die werde ich jetzt auch noch so unterschiedlich verteilen. Und das mache ich jetzt mal fertig und dann kommt nachher das Endresultat. Der Adventskranz kommt langsam zum Ende hin. Ich habe jetzt statt Schleifenbändern allerdings Packband genommen, weil ich das ein bisschen cooler fand. Und jetzt als Highlight darf ich noch diese tolle Eichel hier reinzusetzen. Müsst ihr natürlich aufpassen mit den Kerzen, dass es nicht zu tief hängt. Und ja, das befestigen wir mal einmal. Und dieses Packband, das ist echt momentan auch total trendy. Wird auch, sieht man überall. Ich schätze mal, da werden dies ja auch wohl einige Geschenke mit verpackt. Und dann kann man mal das Schleifenband an der Seite lassen. Und ich finde es halt echt schön, weil es einfach so schön natürlich bleibt. Das ist so süß. Und dann das Eichhörnchen, komm! Und wie ihr seht, habe ich hier noch ein süßes Vogelhäuschen drin und ganz süß die Zapfen eingeordnet. Alles mit dem Packband in diesen Türkis-Rottönen. Eigentlich eine ganz schöne Sache, auch mit den unterschiedlichen Kerzen. Und diese Natürlichkeit kommt auch noch mal einmal wieder mit den Beeren. Ja, eigentlich zu Hause ganz einfach umsetzbar. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann like das, teilt es vielleicht mit euren Freunden und ich gebe mir Mühe, diese Woche noch ein Video zu machen. Für Tipps bin ich immer offen oder Ideen, wenn ihr noch was Bestimmtes sehen wollt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. See you, mein Name ist Marian Schauten.